So, heute geht es um das Wechseln von den Ohrenpolstern bei einem Bose Noise Cancelling 700 Kopfhörersystem. Rechts habe ich schon gewechselt. Da sieht man, die sind auch ein bisschen höher vom Aufbau her. Das ist von dem Wicked Cushion. War jetzt hier keine Werbung, ich krieg da nichts für. Die habe ich mir halt bestellt. Die sollen langlebiger sein, sagt der Hersteller. Weiß ich nicht. Also ein Jahr halten die etwa, dann fangen die an so zu blättern. Und wenn man die rausmachen will, gehe ich an die spitze Seite und zupfe die einfach von innen so ein bisschen hier raus. Mache dabei natürlich nicht die Kopfhörer an. Zupfe das so ein bisschen raus. Und dann geht es schon ganz leicht. Als nächstes kommt das Inlay. Das ist festgeklebt. So, und das habe ich schon rausgenommen. Und warum mache ich das Video? Weil der Kleber bleibt hier hängen. Gibt so kleine Rückstände. Die kann man eigentlich abpopeln mit dem Fingernagel. Aber Bose ist so schlau und klebt auch hier über diesen Streifen auch Kleber. Das sieht genauso aus wie da und da. Und dann sieht man unten drunter nicht dieses kleine Stück funktionales Metall. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Kein Elektriker oder Elektroniker, wie auch immer. Nur wenn man hier mit der Pinzette irgendwie rumkratzt oder dem Messer, um diesen alten Gummi, dieses alte Klebeband da wegzumachen, dann kann man ruckzuck das hier abreißen, dann sind 350 Euro für einen Kopfhörer im Eimer. Also aufpassen, wenn man diesen Kleber hier entfernt. Wenn das entfernt ist, dann gibt es ja dieses Inlay, das klebt man dann hier wieder rein und dann gibt es den neuen Ohrpolster und das setzt man drauf, drückt es dran. Fetch the case. Geht ganz einfach. Aber aufpassen.